Oh, oh, das sieht ja schön aus. Ein 8-Bit-Mario. Und Luigi. Oh, hier gibt's Geld. Das sah nämlich auch an Switch Palace aus. Super Mario World. Okay, ich denke, ich habe mal gut gesammelt, ja? So, und wir haben 999 Zeit. Das ändert sich auch nicht. Ein Goomba, nochmal Mario. Und boom! Wow, jetzt kommen wir an neue Orte. Ich werde trotzdem nicht zurückgehen in das Wasserlevel, weil wir brauchen anscheinend noch den Blue Switch, um da weiterzumachen. Aber was ich machen kann, ist ja mal zurück ins Yoshis Haus zu gehen und da mal zu gucken, weil das erste von vier Secrets müssen wir ja da eigentlich freigeschaltet haben. Das heißt, den ganzen Weg erstmal zurücklaufen und mal gucken, was es hier so gibt. Also wir haben viel zu entdecken momentan in diesem Game. Alles klar. Dann, was bringt es, dass wir das Gelbe haben? Gehen wir mal rein. Ein paar Pixelbilder. In seinem ersten Abenteuer musste Mario Prinzessin Toadstool von Bowser retten, der alle, Pilzkönigreich-Einwohner verflucht hat. Nur die Prinzessin hatte die Kraft, sie wieder in ihre wahre Gestalten umzuverwandeln. Das klingt sehr komisch, aber das ist wahr. Das steht im Super Mario Bros. Handbuch vom ersten Mario Bros. Teil. Ich glaube, das ist so eine Art Museum. Ich meine, hier ist ja der Mario aus Mario Bros. 1. Jetzt haben wir ja den aus Mario Bros. 3. Mario lernt eine Menge neuer Fähigkeiten und, also bei Mario Bros. 3 steht ja auch drüber, und benutzt sie, um die sieben Könige in ihre wahren Gestalten zurückzuverwandeln. Von den magischen Zauberstäben. Sie wurden verwandelt, ich kann gar nicht übersetzen, merkt ihr, ne? Sie wurden halt verwandelt in irgendwelche Gestalten von den Koopalings und Mario hat sie wieder zurückverwandelt. Und Toadstool wurde auch von Bowser gerettet. Also nicht von Bowser, sondern aus Bowsers Klauen, so ungefähr, ne? Okay, man sieht schon, der Pixel Mario sieht besser aus als der rechte, würde ich mal sagen. Super Mario World. Prinzessin Toadstool wird wieder mal gekidnappt, während die Mario Bros. Spaß haben auf Yoshi's Island. Mario hat mal wieder sieben Koopalinge und Bowser zu besiegen, aber diesmal hat der Yoshi, und um ihm zu helfen, das Dinosaur Land zu erkunden. So, jetzt kommt Super Mario Land. Dieses Mal endet Mario im Sarasaland, ja, so heißt das wirklich, glaube ich, ne? Versucht die Prinzessin Daisy von einem bösen Spaceman, Tatanga, zu retten. Bei seinen Reisen durch vier Königreiche begegnet er Monstern, die er noch nie vorher gesehen hat, in seinem Pilzkönigreich-Reisen. Und jetzt Super Mario Land 2. Findet raus, dass das Sarasaland Adventure eine Falle ist, die vom Wario gestellt wurde, wenn Mario weg ist, damit der Wario Mario Schloss stiehlt und, umwandelt. Oder umgedesignt, kann man sagen. Mario muss 6 goldene Münzen finden, das Schloss öffnen können, weil das ist zugeschlossen und die 6 Münzen können es öffnen und dann muss er Mario bekämpfen. So. Das war das Museum für diesen Teil anscheinend. Finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Feature. Was ich nicht so cool finde, ist, dass ich immer so übersetzen muss. Und ich meine, ich verstehe Englisch wunderbar. Ich glaube, ich kann auch Englisch relativ gut sprechen, aber übersetzen liegt mir gar nicht. Das ist so... Boah, ich weiß gar nicht... Ich meine, meine Fähigkeiten würden mir gar nichts bringen, wenn ich Übersetzer sein müsste beruflich, weil, boah, ich würde das so furchtbar machen. Gut, jetzt machen wir dieses Level nochmal und suchen mal das gut versteckte normale Exit. Oh ja, ich weiß. Der Klassiker. Jetzt kommen wir ein bisschen schneller durch. Die ersten 2 Münzen haben wir ja auch schon. Rein da. So. Das kennen wir ja alles. Hier und dann. Zack, ihr geht mal da runter. Achso, jetzt kam der Part. Genau, wir machen hier einen Switch, um den nächsten Switch zu aktivieren. Das ist irgendwie doof, aber so ist es halt. Und dann da rein. Genau.
Ja, dann hier. Gut, das kann ich mir jetzt sparen. Ich kann jetzt einfach hier lang. Und lass sie mal am Leben ganz brav, diese Piranha-Pflanzen. Okay. Einfach mal drauf geschissen, dass da Geld ist. So, und dieses Mal drücken wir voll drauf. Und gehen hier den Weg. Das heißt, hier haben wir noch eine weitere Münze zu finden. Ah. Okay, ich glaube, ich habe da gar keinen Bock drauf. Wow. Okay. Hey, das ist echt ein cooles Feature, was gestellt wird. Ich sehe da hinten ein Trampolin. Jetzt wird es erhöht. Kann ich es nicht auch mitnehmen eigentlich? Kann ich. Ach, muss ich sogar, um hier ranzukommen. Okay, Münze 3. Wenn ich jetzt nicht drauf drücke und stattdessen damit hochgehe. Ups, jetzt habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Egal, ach dann. Gut, ich verstehe schon. Machen wir einfach mal den hier. Okay, das war nicht so gut, glaube ich. Ich dachte, ich würde damit höher springen. Aber wir haben das Level gelöst, 100%. Also dieses Level, nicht das Spiel. Da fehlt uns noch gut etwas. Ich meine, wir sind immer noch in Welt 1. Ich meine, das ist sogar eine große Welt 1. Kann das sein? Es hat... Oder kommt es mir nur so vor? Wir sitzen schon ziemlich lange hier. Jetzt haben wir Challenge House A. Das heißt, eine Challenge anscheinend. Irgendwas gibt es hier zu erledigen. Sammle alle Sterne, bevor die Zeit vorbei ist, für einen Special Prize. Und Mario Party Musik. Coole Sache. Achso. Auch das ist Mario Party Musik, oder? Von... Ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube, das ist Mario Party für, eins der Nintendo 64 Teile. Hatte auf jeden Fall sowieso echt gute Spiele eigentlich. So, wir haben jetzt noch 9 Sekunden. Mal sehen, was wir daraus machen. 5. Oh, jetzt wird's eng. Yeah. Gerade noch so geschafft. Und meine Belohnung ist... Na, was ist es? Ein... Na, okay, ein kleines Item-Vorrat. Ich meine, wir müssen schon drum kämpfen eigentlich, um unser Zeug zu bekommen. Ich wüsste nicht, was jetzt passiert, wenn wir es nicht geschafft hätten. Ob ich gar nichts bekommen hätte. Weiß man gar nicht. Okay, aber... Jetzt haben wir genug. Okay, ich glaube, nach dem Schloss kommt sogar noch ein Level für Welt 1, oder? Ich glaube, Welt 1 wird niemals enden. Creep Crack Castle kommt jetzt. So, sind noch nicht im... Oh, das haben wir getarnt. Kann ich auch da drüber? Wahrscheinlich nicht, oder? Na gut, dann wollen wir es gar nicht erst probieren weiter. Wir gehen hier rein. Wow, okay. Kann ich auch wieder hoch? Ich will da wieder hoch. Kann ich. Nur leider bringt es mir gar nichts. Ach so, hier fallen immer Dinger durch, oder? Wie sieht's aus? Ah, das ist ja voll das Indiana Jones Palace. Mit ganz vielen Fallen und so. Gehe ich besser unten lang, ich glaube, oder? Also ich meine, ich könnte auch oben, aber... Ich habe das Gefühl, wenn ich hier unten lang gehe, dann... Ja, kriege ich eine kleine Belohnung dafür. Vielleicht eine ganz kleine Kritik, die ich dann doch mal habe. Die Stacheln sehen ein bisschen billig aus, oder? Ich meine, die hätte man... Die Farben sehen so... Wie beschreibe ich denn das am besten? Das sieht so aus, keine Ahnung. Also man sieht, dass es selbst gemacht ist, diese Stacheln. Ich glaube, so kann ich es am besten sagen. Irgendwie... Na gut, jetzt sehen wir ja auch gar nicht mehr. Bringt es auch nichts mehr... Bringt nichts mehr weiter drüber zu reden. Aber so eine ganz kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Gut, das war die zweite Münze. Und die sind voll viele von diesen Piranha-Viechern. Zum Glück habe ich die Feuerblume. Hier ist nix. Okay. Hier ist auch nix. Dann wollen wir weiter. Bin mal gespannt, wer der Boss ist. Bestimmt irgend so ein Piranha-Viech. Wir landen automatisch hier drauf. Oh, ich muss jetzt... Okay, immer dazwischen bleiben. Das ist jetzt meine Aufgabe. Und wenn ich ohne zu rennen einfach gehe, bin ich... Okay, ein bisschen langsamer als so ein Ding. Wie mache ich denn das hier? Ich würde gerne. Shit. Okay, und wie kriege ich das auf? Ich gehe einfach mal zurück, hemmungslos.
Es gibt keinen Geheimweg hier, oder? Die Dinger sind wieder an ihren gewohnten Plätzen. Oh, ich kann auch zurückgehen. Warum auch immer. Okay, ich habe was... Ich kann nicht ausweichen, diesen Ding da oben, oder? Ah ne, es ist auch gar nicht mehr da. Okay, die kommen einfach so runter. Okay, ich verstehe es jetzt auch nicht. Wir gucken mal, wie das jetzt hier geht. Vielleicht ist die Antwort auch, dass ich irgendwie ein bisschen weiter voran muss, um das zu bekommen. Weiß man ja nicht. Oder ist da oben irgendwas? Ich meine, da ist auf jeden Fall irgendwas. Oh, wow, ein geheimer Block. Zwei geheime Blöcke. Das heißt, mit ein bisschen Anschwung kommen wir auch hier rauf. Mal sehen. Vielleicht wird diese rote Röhre uns die Antwort liefern. Oh, das sieht doch sehr danach aus, oder? Drücken wir drauf. Oh, shit. Noch so eine Falle. Ja, jetzt hätte ich Zeit, dieses Leben noch zu sammeln. Tschüss. Und wir landen... Ich denke, ich weiß, wo wir landen. Nämlich da, wo wir auch sein wollen. Genau. Alles klar. Oh. Ach, scheiße, der bricht ja durch den Boden durch. Aber ist ja nicht schlimm. Hier gibt es ein neues Power-Up. Gut, dann nochmal. Ich wollte mich so ducken, so ganz stylisch, aber... voll vercheckt, dass der Boden durchbricht. Ich glaube hier auch, oder? Okay, aber immer so einzeln. Das heißt... Er macht hier immer so einzelne Dinge. Gut. Gibt es hier auch so ein geheimes Power-Up? Nö. Okay. Ich brauche ja eh keins. Hab ja genug. Dann wollen wir uns mal dem Boss stellen. Es ist quasi schon wieder. Der gleiche nochmal. Bestimmt hat er jetzt noch irgendwelche Zusatzfunktionen oder was. Also er springt. Ist ja vorher schon gesprungen. Hier, nimm das mal. Okay, schmeiß natürlich die letzte Penne. Oh fuck. Uah, Wandsprung, hilft mir. Okay, das war ein Treffer. Noch einer. Oh, oh, jetzt hat er mich. Na gut. Und nicht erwischt. Jetzt. Oh yeah. Okay, ich habe mich sogar besser angestellt als beim letzten Fight. An sich war es im Prinzip der gleiche Boss. Aber war geil. Das führt uns direkt mal zum Schiff. Zählt bestimmt noch zur Welt 1, oder? Ja, da habt ihr erst das letzte Level von Welt 1. Derelict Airship, also ein gestrandetes Airship anscheinend. Okay, mal sehen, was hier... Gibt es hier auch einen Boss? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist hier auch ein Airship. Auch wenn es nicht im Air ist, sondern im Wasser. Aber ich würde gerne alle Dinge öffnen. Okay. Jetzt haben wir unsere erste offizielle Eisblume mal eingesammelt in diesem Game. Okay. Scheiße, wie komme ich jetzt darauf? Ah, okay, man kann immer noch. Boom. Achso, ich... Warte, ich muss mal gucken, was jetzt gerade hier Sache ist. Also ich muss diesen Switch drücken. Da sind diese Viecher irgendwie. Ich kann die auch drehen, um mir einen Boden zu erzeugen. Na gut. Dann das drücken. Fuck, nein. Nicht so. Okay, nochmal. So, nein! Ah, ficken. Okay, fluchen, das kann ich anscheinend besser als da drauf springen. Yeah. Ach, okay, dann kriege ich hier so lustiges Geld und so, ne? Damit mal jetzt mal Bescheid weiß. Weg mit dir. Da ist die Münze. Das heißt, ich kriege die nur, indem ich diese Viecher zerstöre. Oder jetzt eine, auf jeden Fall. Aber wenn ich schon mal dabei bin, mache ich mal alle kaputt. Und ich kann ja... Na, warte, das geht doch bestimmt, oder? Bisschen Arbeit sparen und hier, yeah, rüber. Oh, da ist ein Ding, was hier rumschießt. Kanone. Ist da oben irgendwas? Nee, oder? Ich denke mal nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir haben die erste Münze. Oh, fuck. Wir haben die erste Münze verpasst, sehe ich gerade. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das guckt ihr so, Mann. Hier ist das. Ah, okay, rauf. Dann müssen wir die Remote immer scheffeln. Ist hier irgendwas? Das sieht so komisch aus, dass hier so ein
Dingen ist, deswegen. Hier ist nix. Ist nirgendwo was. Okay. Oh, das wird eng. Aber gut, ich bin irgendwie doch mal ausgewichen. Okay, ich könnte da unten denn um mir das Zeug holen, aber ich habe jetzt gerade mehr Interesse daran, an diese Ranke und da reinzulaufen. Sieht interessanter auf jeden Fall aus. Okay, wir können hier den Weg durchbahnen, durch diese Kisten in die nächste Röhre. Ah, da ist auch die dritte versteckt. Okay, dann brauche ich den Rest ja auch nicht mehr aufmachen. Gehen wir einfach. Ich weiß, da ist Geld und sowas immer dran, aber brauche ich jetzt nicht. Okay, da kommen wir halt direkt an derselben Stelle nochmal raus. Ach, man rollt sich immer durch. Okay. Und da ist der Boss. Direkt noch ein Boss. Mann, wieso habe ich die erste verpasst? Was habe ich denn... Ich habe echt alle Steine da, nicht alle Steine, alle Kisten da zerstört. Oh, es ist ein Cooperling. Dessen Namen ich leider nicht mehr im Kopf habe. Ist. Ich kann ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Es ist nicht Morton, es ist nicht Wendy, es ist nicht Roy. Weil die drei, die weiß ich auswendig. Das ist einer der anderen vier. Ist nicht Ludwig. Das weiß ich auch. Ist entweder Iggy, Lemmy, aber ich glaube Iggy, nee. Lemmy, glaube ich. Nee, nicht Lemmy. Doch Iggy. Oh, wer war denn nochmal der andere? Es gab noch einen siebten. Ach, keine Ahnung, ihr seht, ich habe die überhaupt nicht im Kopf, diese Jungs. Und das eine Vibe. Aber, die haben die erste Welt durch. Ich sollte hier zurück und die Münze holen oder suchen, aber das machen wir ein andermal dann. Dann gehen wir mal zurück in die Welten. Fürs Erste gehen wir jetzt erstmal in Welt 2 rein. Speichern immer doch. Und machen Welt 2.